Ja, und jetzt darf ich mit dem Alex, unserem tollen Talker, mal anstoßen. Prost. Herrlich, Met, Honigwein, kann ich nur empfehlen, aber nicht für die Kinder, wohlgemerkt. Ich bin noch brav, ich muss noch auftreten. Mineralwasser da, Alex. Alex, heute ein Trick mit einem Korb. Ich habe ihn genial gefunden. Wie kam dir die Idee dazu? Dadurch, dass ich die Todesschaukel, also den Rollerballer, spiele. Und ja, mein Fernseher ist eigentlich YouTube schauen und habe ich da irgendwelche lustigen Chinesen gesehen, die werfen sich eben mit einer Verlängerung eben die Schalen auf den Kopf. Und ich habe gedacht, na gut, okay, ja, ich habe noch andere Sachen in meinem Leben vor, das werde ich nie schaffen. Aber was ist, wenn ich mal einfach einen Kübel am Schädel haue? Ne? Also der Katapult ist eigentlich ein bisschen adaptiert auf viel leichterer Basis vom chinesischen Zirkus. Super Sache. Wie lange hast du dafür geübt? Den Trick liebe ich und hasse ihn, ja? Weil ich habe relativ lang gebraucht, um diesen Kick-Up wirklich zu können. Und in Wirklichkeit dauert er genau 8 Sekunden. Und denke mir, was tust du dir da an? Na, ich liebe ihn und ich hasse ihn, aber es waren einige Nachmittage. Ich hatte Beulen und alles Mögliche auf meinem Kopf, weil ich mich oft anders getroffen habe. Deswegen hast du jetzt die Mütze auf dem Kopf, genau, damit man die Beulen nicht sieht. Genau. Alex, du bist top. Dankeschön.
erfahrener Depp. Jubel! Ja, ich hab's angegeben. Warum hat der keine Nummern da fall? Die habe ich verloren. Die hast du verloren. Der hat keine Beleuchtung, keine Scheinwerfer, kein Blinker. Wo sind die Sicherheitsgurte? Die lasse ich reparieren. Name? Alex. Aladdin. Alex, ich kenne dich. Der Gaukler. Gaukler, schreibt man das mit G oder mit K? Mit Doppel-G. Das kostet jetzt einmal einmalig 50 Euro, ja? 50? 50 Euro. So. Das sind ja wie die Raubritter. Ja, wirklich? Was ist das für ein Weg zum Wahnsinn? So. Also wirklich. Bitte schön. Okay. Darfst du ein?